Hey ho, Strategiefans und herzlich willkommen zurück in Total War Pharao. Beim letzten Mal haben wir hier schön unsere Stadt verteidigt, haben auch gar nicht viele Leute verloren. Er hat richtig auf die Fresse bekommen. Er hier. Den nehmen wir uns dann gleich mit dem hier vor. Und dann haben wir hier noch ein Schiff, was vor unserer Insel Zypern sitzt. Oh, ich wollte erstmal die ganzen organisatorischen Sachen zu Ende machen. So, ich will nur, runter, dass jetzt meine mal, Beute er kommt leide. Schon bis da, ey. Er ist so brutal, was das Laufen angeht. So, der hat meinen Bonus mitgenommen. Dann nimmst du dir den Durch hier noch dieses mit. Blut werdet ihr genährt. Und die restliche die Klinge Strecke von Hati. Du da? Dann kriegt Kurutama jetzt seine ersten Special-Truppen. Ach ja, stimmt, da gibt's ja gar keinen Bonus mehr. Weil uns diese scheiß Waschascher weggenommen haben, genauso wie den da. Nur im Moment nicht genug Steine, um irgendwas zu machen. Göttlicher König! Auslaufen lassen. Ich so, kämpfe für Hati! Da. Gekrönter König! Der nimmt Kurutama. Folge der Witterung! Da auf. Anmut und Stärke! So, und dann tauscht er noch 30 aus. Also er kriegt hier schon mal... Also es wären 10, wenn er halt noch 10 von den alten Truppen hat. Also, was muss denn bei Korunta weg? Erstmal die hier alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind 7. Tja, das ist jetzt die Frage. Ob ich die auch abgebe? Das sind so ehrenvolle Krieger, die mir schon in so viel Schlachten geholfen haben. Ich glaube, die behalte ich erst, zumindest fürs Erste behalte ich die bei Korunta. Dann braucht er nur 7 Einheiten. Naja, die Supertruppen kriegt er natürlich alle. Das ist schon mal klar. 4 meine ich. 1, 2, 3 noch dazu. Ach ja, und dann fehlt Korunta ja noch eine. Kriegst du noch eine dazu. Ja, so, marschiert, jetzt gemacht. Männer! Großkönig Korunta. Auf jeden Fall. Es wird nicht runter. Gerastet. Korunta kommt runter. Hört mich an, wie ich euch gehört habe. Durchstreife die Wildnis. Ich werde aufsteigen. Tja, und er hier? Ich glaube, ich werde mir in dieser Festung hier was bunkern. Ne? Die Stadt, ne? Die liegt hier direkt am Strand. Abmarsch vorbereiten! Kommt jetzt auch nicht mehr so wirklich an irgendeinen Bonus ran. Da gibt es leider keine Straße. Ach komm, dann marschierst du auch hier unten lang. Ich bin nur euer sterbliches Werkzeug. Voran! So, dahin ist auch gar nicht mehr so viel zu tun. Auf jeden Fall ist am Hof was passiert. Das gucken wir uns ja auch erstmal an. Horus geleit! Ah ja, die müssen wir ja alle gescheitert sein. Land. Wir Denn trennen ist immer Fett. Noch im Amt. Wir sortieren die Unwürdigen aus. Jawohl, die sind alle gescheitert. Aber hier. Ankira hat nochmal erfolgreich den alten scheiß Großkönig erpresst. Nicht schlecht. Unsere Erpressung war auch erfolgreich. Aber jetzt hier 100 Legitimation, sage ich schon. 100 Achtung. So, hier werden Plätzchen frei. Wir haben 176 Legitimation. Das minus 1 kann uns nicht interessieren. Wir machen gleich noch eine Schlacht. Dann nehme ich jetzt erstmal hier das Tratschen. Wir haben gemeinsame Interessen, Landsmann. Das ist heutzutage ein seltenes Gut. Damit wir dann wieder auf die Verbindung gehen können in der nächsten Runde. Aber zu geil, dass die ganzen Komplotte gescheitert sind. Ist auch schon fast nichts mehr verfügbar. Also nur noch Hofrabatte können wir machen. Und hier unseren General, das macht... Wir müssen unbarmherzig sein. Er meint jetzt halt den hier. Ich bewege natürlich Zum den. Zum Blutvergießen geboren. Weil er noch versteckt war. So, nimmst du hier mal den Bonus mit.
Oh, den kann er auch gebrauchen. Eine Runde noch. Hätte er ihn gehabt. Jetzt hat er ihn wieder für 4. Ja, dann gehen wir hier natürlich drauf. Aber warte mal. Ich werde in die Geschichte eingehen. Wir nehmen von dem hier noch die Erfahrung mit. Ich kämpfe für Khaati. Er kommt so von da, damit ihr von derselben Seite kommt. Da darf ich nicht. Da. Geht wohl irgendwie nicht näher ran, so wie es aussieht. Ich bezwinge sie. Wir müssen unbarmherzig sein. Und du da. Wird sie wahrscheinlich zurückziehen, oder? Nee, nee, er stellt sich. Naja, diese Seeräuber, die sind halt harte Kerle, ne? Das macht das Leben auf See. Oh, dann sehen wir uns gleich, wenn wir hier die Shackles Armee vernichten. Ja, und da sind wir bereit, diesen Piraten hier auf die Fresse zu geben. Wie wird das Wetter? Trocken, Glut, Hitze, können wir mit leben. So, steht uns hier direkt gegenüber. Ihr kommt erstmal weg. Ja, unsere Verstärkung kommt von da. Sie werden in einer Flut auf Blut ertrinken. Ja, alles nur Kleckertruppen hier. Ich glaube, da mache ich auch gar nicht so einen großen Aufriss. Bewusst. Bald nehmen Sie vor Angst die Beine in die Hand. Danach. Ist das unser Zentrum? Die etwas stärkeren Truppen. Ich glaube zwar nicht, dass er angreift, aber falls er denn angreifen sollte, dann soll er ruhig kommen. Machen wir da ein Flankmanöver. Und mit den Ersatztruppen machen wir dann auch ein Flankmanöver. Soldaten von Khaati! Die teilen wir mal auf. In 2 Gröbsche. Plankeln aus. Pflichtbewusst! Und pleckeln aus. Ja! Ah, dann kannst du losgehen. Das wird ein glorreicher Sieg. Ja, die Seevölker, die sind halt hart. Die greifen natürlich an. Dann wird das eine sehr blutige Geschichte für euch, denke ich mal. So, die sind alle drin, ne? Einmal als erstes die Wagen los hier hämmern. Bewegung, Streitwagen! So, der Rest. Einmal Steinschleuderer bringen die auch noch mit. Du kannst dich eigentlich mal da dazu gesellen. Marschiert los! So, das ist alles Infanterie. Dann machen wir ein Gröbchen draus und los. Im Namen Khaatis! Das sind aber auch mutige Jungs. Na, dann brauchen wir ja kaum was machen hier, denke ich mal. So, jetzt ein kurzes Stäbchen. Kommen wir denn schon an Fernkämpfer ran? Nee, die scheint er alle da hinten zu haben. Okay, dann lassen wir ihn erstmal noch ein bisschen weiterlaufen. So, jetzt sind die Fernkämpfer aber drin. So, ab auf die Wurfspeerträger. Das sind Bogenschützen. Bogenschützen. Wurfspeerträger. Okay, warte mal. So. So. Und so. Ja, ihr macht dann natürlich die Klappe zu. Keine Ahnung, ob die auf die Wagen gehen wollen. Ich meine, das können sie ja gerne mal versuchen. Auf geht's. Schickt ihn in einen Hagelsturm. Wo auch immer er hin will. Jetzt schwenkt er ein. Rollen in Position. Endlich sehen wir, was wir bekämpfen. Alter. Ah, da sind Die schnell, Alter. Die laufen in den Wagen hinterher, ey. Das ist ja crazy shit. Ich klatsch mal da rein. So, er ist jetzt fast da. So, jetzt ein Päuschen. So, ihr macht direkt mal hier die Klappe zu. Ihr kommt auch noch hier lang.
sind da reingeklatscht. Dann könnt ihr hier die Klappe zumachen. Und ihr sowieso. So, die klatschen gleich da rein. Schießt ihr zusammen auf die Wurfspeerträger? Hier auf die Wurfspeerträger. Immer auf die Bogenschützen hier. Und dann geht's erstmal weiter. Jetzt flüchten die Speerträger dann doch. Die Wagen gefallen mir richtig gut. Ich glaube, das sind die besten Wagen, die ich bis jetzt hatte. Rums, Alter, ey. Die werden bestimmt nicht mehr lange machen. Soldaten von Hati! Perfekt schon, dazu blinken hier. Oh, aber jetzt muss weg hier. Die eigenen Leute schießen. In Position, Streitwagen! Weg, 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 weg. So, jetzt nochmal ein Stäbchen. So, damit ihr schön von hinten reinklatscht. Ich glaube nicht, dass wir uns um die kümmern müssen. Dagegen. Ich glaube auch nicht, dass wir uns um die kümmern müssen. Du gehst da noch mit ran. Du gehst da noch mit ran. Hier gibt's Schub. Gut, bei denen kann ich überall nichts machen. Aber mein General kommt gleich da mal mit ran. Die sind jetzt auch angekommen. Könnte mal auf die Wurfspeerwerfer ballern. So, ihr verfolgt die schon mal und weiter. Steine in die Luft, los! So, und Renner. Brecht ihren Mut! Und Schwerter. Renner. Wahre Krieger! Bewegung! Schickt ihn in einen Haken! Alle auf die. Bei den Göttern, nein! Wir holen mal schnell die da. Kämpft für den Ruhm. Die flüchten auch schon, nur weil meine Truppen da vorbeilaufen. Marschiert los. Und da reinklatschen. Niemals aufgeben. Schlag Bam. Zu. Bam. Krieger schön der Gezeiten. Wenn ihr. Krieger, marschiert. Hier kommt auch noch die ganze Elite, die ist noch nicht mal da. Vorwärts Marsch. Schwingen und los. Zack, eine Runde. Alle auf die. Schleudert eure Steine! Außer ihr beide, ihr schießt noch auf die. Schleudern! Los! Da ist der Sieg! Der können wir ja ein Päuschen machen. Boah, die Wagen müssten die noch erreichen. Jetzt mal die ganzen Fernkämpfe. Es sind nur noch ganz wenig. Der nimmt lieber die mit. Ihr geht auf die. Da ist noch was. Da ist noch was. Und hier. Und ja. Und tschüss. Komm, General. Kannst du auch nochmal mit reinklatschen. Erledigt. Ob die Wagen beide noch kriegen? Knapp daneben ist auch vorbei. Oh, bis die Wagen. Hab ich sie? Ja. Da steht da so rum. Macht gar nichts. Ah, die kriegen wir leider nicht mehr, denke ich, wa? Wollen wir nochmal einen Hügel hoch hier? Aber meine Wagen müssen leider durch den Wald. Jetzt geben sie wieder Schub. Kriegen wir tatsächlich noch. Yippie! Dann müsste das eine Komplettvernichtung sein. Es sei denn, hier schafft es noch einer irgendwie aus der Karte raus. Der sieht aber nicht so aus. Ich denke mal, die sind alle weg.
Boah, cooler Move, kann man nicht anders sagen. Sorry, wenn ich immer aber nichts sage, aber ich warte immer noch darauf, dass die Generäle was sagen. Ich verstehe nicht, warum sie das rausgenommen haben. Das ist echt ätzend. Ich fand es immer voll cool, wenn die sich so selber gemeldet haben. Ja, hier Alawitzi, der hat 64 Mann verloren, aber hier von unserer Elite ist überhaupt keiner gestorben. Aber naja, die konnten ja auch kaum noch in den Kampf eingreifen, ne? Ja, die 64 Leute, mich ganz ehrlich, fühle ich mir nicht auf. Ich nehme mir die Kohle mit. Wieder über 1500 Nahrung, 350 Bronze. Komm, mitnehmen. So, die haben wir schon mal vernichtet. Ich lerne aus Narben und Erfolgen. So, das ist ja unser Rekrutierungsgeneral. Der müsste am besten schnellstens rüber. Die Klänge von Hati. Die Klänge von Hati. War das nicht bei 7? Ne, erst bei 8. Bei 8 und dann kriegt er den hier. Nochmal zwei Rekrutierungsplätze und Kosten nochmal nach unten. Ja, dann kannst du eigentlich den hier für den Unterhalt erstmal nehmen. Kurz mal einen Check. Nö, gibt's nix. Der haben wir auch nichts bekommen. Oh, der auch nicht. Gibt's eine neue Waffe? Den gewöhnlichen Speer, den haben wir immer noch. Sonst hat sich nichts getan. Ich werde aufsteigen. Da wir ja noch eine 19er Armee hier vor der Küste sitzen haben. Aber er kann sich kaum noch bewegen. Das ist zum Blutvergießen geboren. Also den Hinterhalt geht nicht mehr. Meine Konzentration ist überlegen. Die Region angreifen, die nicht. Wir müssen unbarmherzig sein. Der kommt auch nicht. Ich diene keinem Meister, nur dem Meer. Ich werde in die Geschichte eingehen. Gehen wir in den Marsch. Sehen wir den Bonus mit. So, nicht heute. Unsere beiden niemals. Linien schon überschneiden. Ich bezwinge sie. Wo ist die Straße? Wir müssen ihn auf die Straße stellen. Vorrücken. So, bleibst du erstmal da stehen zur Sicherheit. Und du machst dich auf den Weg nach drüben. Ich kämpfe für Hati. Der hat auch keinen Handelsbonus. Alter, wir machen gleich wieder Gold plus mit Ansage. Macht euch für unsere Reise bereit. Bam, hier mal den Bonus mitgenommen. Und Gold plus. Zack, 20 plus. So muss das sein. Alles im Plus. Ich liebe es. So muss das sein. Dann stellst du dich schon mal hier so an den Schrank. Hier nach. Ja, da ist auch schon wieder was drin. Die Dinger sind echt geil. Ich will nur, dass meine Beute leidet. Zwei in seiner Armee, das eine ist sogar halt eine Goldeinheit, also super krass. Ja, und unter Umständen, ich bin ja jetzt noch nicht da gewesen, das finde ich ein bisschen schade. Dass man jetzt nicht sehen kann, was das ist. Das sollten sie eigentlich machen. Dass man hier auch eine Anzeige hat, was da drin ist. Denn dann weiß man viel genauer, ob man mal vorbeigehen muss, um sich da mal was Gutes rauszuholen. Edel und wahrhaftig. Wenn er nichts mitnehmen könnte, wenn da was Gutes drin ist, dann lösche ich hier irgendwas raus. Die will ich ja mehr oder weniger eh loswerden, die Bronzeeinheiten. Wir müssen umstellen. Und wie lange hat unser Iriat jetzt noch Zeit, um diese vier Wagen zu rekrutieren? 8. Denn das wollte ich natürlich unbedingt den machen lassen. Also das passt alles. Das müsste er locker alles schaffen. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen. So, jetzt hätten wir noch die Hofrabatte und handeln eher nicht. Wir könnten vielleicht mal für alle Fälle doch mal einmal bei Diplomatie rein, weil wir ein bisschen Bronze im Moment Überschuss haben. Ja, mit Supiljuma mache ich nichts. Das ist einer der nächsten, die ich angreifen werde, weil der hat mich angegriffen. Ich werde in die Geschichte. Der braucht keine Bronze. Die wird auferstehen. Bronze und hat Nahrung. Ist auch irgendwo hier hinten, dem haben wir erstmal lang nichts zu tun. Hat bestimmt nur mit irgendwelchen Eindringlingen Krieg, ne? Ja, so ist es. Was wollt ihr, Korunta? Hat die für euch selbst beanspruchen?
Das zum einen, da kannst du mal von ausgehen, dass das alles mir gehört, auch dein Land. Aber ich will auch Nahrung von dir haben. Ich bin nett zu dir, ich biete dir mal 100 Bronze an. 350, das ist okay. So, und dann kannst du wahrscheinlich noch den einen oder anderen Stein abdrücken, ne? Boah. Immerhin 17. So, machen wir schon 1400. Also über 1400. Ich hoffe, das führt zu groß. Sogar. Das soll mir aber bei Diplomatie erstmal reichen. Oben ist alles schön im Plus. Das sehe ich immer sehr gerne. Bis auf das 19er Schiff von den Checklist ist mir kein Stress bekannt. Und weiter. Seti, Tausrit, Armen Messe, die kennen wir doch noch alle aus der Ramses-Kampagne. Die haben um den Thron mit mir gekämpft und verloren. Es ist schon wie damals bei der Ramses-Kampagne. Also so Ankira und Hibushina muss ich eigentlich schon wieder schützen. Oder nicht angreifen, aber wer weiß, ob es sich vermeiden lässt. Ich wage es zu bezweifeln. Die werden sicherlich landen. Also sie fahren auf jeden Fall schon mal wieder an der hier vorbei. Und? Landet er? Nee. Ich weiß nicht, ob da ein System hinter ist. Es kann natürlich sein, dass diese Seevölker, dass die so eingestellt sind, dass die immer auf die Stadtsiedlung gehen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist, aber es ist eine Vermutung von mir. Könnt ihr halt gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das genauer wisst. Überflutung in Oberägypten. Ja, geschieht euch recht. Ich kann es als Hethiter, glaube ich, locker sagen, ne? Ihr scheiß Ägypter. So, hier waren die Truppen, ne? Göttlicher König. Runter marschiert mal weiter. Denn der hier kommt jetzt von drüben. Die kriegt auch definitiv zum Blutvergießen geboren. Sieht doch richtig, der kommt sogar rüber, ne? Das finde ich immer schon ein bisschen cooler, als auf See hängen zu bleiben. Über das Wasser! Und kommt er da drüben an, oder was? Das sah auf jeden Fall so aus. Nö. Hat er nicht ganz geschafft. Ja, da wissen wir ja auf jeden Fall, wo wir mit Corunta hin müssen. Zack, gönn dir den hier. Dann den hier. Na, bei Diplomatie, ja, da ist einiges runtergegangen. Dann gönn dir den hier noch. Wie ich euch gehört habe. Der hat schon bis auf die Steinschleuderer keine bronzenen Truppen mehr. Ja, und dann stellst du dich mal hier auf die Straße in sehnsüchtiger Erwartung deiner neuen Supertruppen, die der mitbringt. So, ich habe keine Ahnung, wo er hin will, aber ich habe es halt so eine Vermutung. Ich glaube, er ist mit dem anderen Schiff auch hier stehen geblieben und danach erst gelandet und direkt auf die Stadt gegangen. Ich erfülle meine Pflicht. Nicht den Mut verlieren! Dann würde ich mal sagen, wir machen hier mal was Schönes für ihn. So. Hier ist schön dicker Wald. Oh, das hat tatsächlich schon unter 25, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie viel denn, ey? Ich muss mir meine Brille holen. 21, oh, das ist echt schade. 24, oh Mann. Da wäre 27. Ich komme, glaube ich, in so einen dicken Wald nicht rein, wa? Außer da hinten, aber da will ich nicht hin. Ich wäre ja lieber im richtigen Wald gewesen, aber dann stelle ich mir die Falle hier. Die finden uns nie. Na, würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob die Scheckisch da reinlaufen. Mal bei Macht der Krone gucken, die anderen so eine Legitimation haben.
101. Ja, die hier unten sind alle ganz weit weg. Und er muss erstmal 32 machen, um überhaupt Prätendent zu werden. Ne, da heißt es dann, glaube ich, wieder Prätendant, ne? Da komme ich auch immer ein bisschen durch nach Prätendanten, Prätendenten. So, den Hof. Ich werde meinen Hof anhören. Der ist also neu besetzt. Nehmt euch in Acht. Ich höre mehr als das, was gesagt wird. Was ich hier überall schon für Achtung habe, ne? Also mit den Komplotten, das klappt hier. Ich habe hier nur eine Hofaktion, das klappt mit Korunta alles viel besser wie mit Ramses, der zwei hatte. Aber okay, da war ich auch noch der super Noob, was den Hof angeht. Jetzt bin ich vielleicht nur noch ein Anfänger. Dem traue ich halt wieder Komplotte zu, deswegen tratsche ich bei dem jetzt mal. Solange es Männer wie euch gibt, lohnt es sich, für Hati zu kämpfen. Und gegen mich, dieser Drecksack. 27%. Ich bin ganz ehrlich, der schreit doch förmlich nach Schlägen, oder nicht? Dieser Supeljuma, der schreit nach Schlägen. Den greife ich auch an. Ich werde alles so sammeln, dass ich den als nächstes angreife. Ich kann den nicht leiden, ey. So, dich haben die wir auch. Die Klänge von Hati. Wie gesagt, in die Festung würde ich gerne so ein paar bronzene Truppen pushen. Was? Aha. Meine Treue gilt meinen Männern. Das sind wieder diese Eindringlinge, ne? Jetzt bringt er aber auf jeden Fall schon 11 Truppen mit. Beim letzten Mal waren es 6. Da oben auch was zu sehen? Ja, das wird hier oben bei den Hethitern das sein, was die Libu-Eindringlinge in Ägypten sind, ne? Okay, dann musst du auf jeden Fall hier drüber. Bornhaus mitnehmen. Also gegen die Stadt kann er mit den 11 Truppen nichts machen. Und bis wohin kommt er? Ich entscheide, für wen ich kämpfe. Also bis hier kann er angreifen, kann er mir hier wieder was kaputt machen. Ha, das ist ziemlich schade. Ich dürste nach Krieg. Ja, der über Land. Aber wahrscheinlich, wenn da die eine kommt, dann kommt dann hier oben auch wieder die andere, ne? Ah, da musst du da immer eine Armee haben. Der Bereich ist ganz schön weit abzudecken, ne? Ob der eine überhaupt reicht, wenn du hier ganz im Norden auch noch bist? Ist ja zur Sicherheit immer hier irgendwo eine Armee haben und hier unten auch am besten noch. Oder halt überall Festung bauen und Leute reinbringen. Aber dann macht er dir ja die Vorposten trotzdem kaputt. Das ist auch scheiße. Was haben wir denn noch? Bau. Ich will mich erstmal ein bisschen auf Nahrung konzentrieren. Geht hier irgendein Nahrungsupgrade? Nein. Dann gucken wir erstmal weiter. Auch nicht. Auch nicht. Es ist aber auch möglich, dass das an dem wenigen Holz liegt. 78 ist wirklich wenig. Nee, und hier auch nicht. Meine Zufriedenheit ist die Region auf jeden Fall sozusagen erstmal gesaved. Die ist auch safe, was die Zufriedenheit angeht. Die ist auf 0. Also da könnte man noch was machen. Aber hier bin ich ja mal ganz ehrlich, ey. Hier bauen wir auf jeden Fall Holz. Das ist ja wohl logisch. Tja, nur noch ein Tauschabkommen. Tja, dann schießen wir hier nochmal die Runde ab. Ja, unter Umständen gibt es dann sogar noch eine Schlacht. Dann wird die Folge wieder ein bisschen länger. Wenn da der jetzt in den Hinterhalt läuft, dann nehmen wir die Schlacht hier halt noch mit rein. Dann ist das so. Hubischner. Alter Kumpel. Ja, komm auf ein Bierchen vorbei. Lara Wanda kommt auch.
Jetzt fährt er vorbei. Alter, ist es etwa soweit? Hast du die Schnauze voll von Gurunda? Das sieht fast so aus. Er hat keinen Bock mehr auf uns. Wir sind ihm dann doch ein bisschen zu stark. So, eine leitende Hand. Hier will wieder jemand, dass ich irgendwie da mit einsteige, ne? Verlieren wir die Hofaktion? Aha. Und er will einen Bedrohungskomplott gegen die Königin Leibwache Ankira schmieden. Hab ich ganz ehrlich, Idee. Ankira ist mehr oder weniger ein Kumpel von mir. Euer Bote hatte einen zerbrechlichen Schädel. Also da bin ich doch dann loyal, ne? Der hat mir noch nichts getan. Der hat mir jetzt nicht wirklich geholfen, aber er ist auf jeden Fall runtermarschiert gekommen. Sah so aus, als wenn er mir helfen wollte. Ich es dann aber alleine geregelt habe. So, wo sind denn die... Die ist einfach stehen geblieben. Berührt mich mit einer Klinge oder gar nicht. Macht er irgendwas? Also machen tut er zumindest nichts. Das ist vielleicht die Chance, die wir ausnutzen müssen. Könntest du natürlich erstmal den. Wir legen uns hier in den Hinterhalt. Dann gönnst du dir den. Ihr gebt meiner Arbeit eine Bestimmung. So, es sieht ja fast so aus, als wenn man hier nicht reingehen kann. Ich denke mal, er wird nicht auf die Stadt gehen. Es ist doch wieder so ein Assi, der Vorposten kaputt macht. Voran! Hier ist ein schöner Wald. Und versteckt in euch! Den Hinterhalt. Das reimt sich auch schon wieder. Da ist auch schon wieder eine Truppe drin. Hier auch. Ja, sie der ist weg. Von jetzt ist die Frage, ey, ob man wirklich wegmarschieren kann. Das, bin ich ganz ehrlich, das für Ruhm und Ehre! Haltet die Augen offen! Normale Stellung. Kannst mal zu Kuruta marschieren. Vorwärts, Männer! So, jetzt kriegt Kuruta seine nächsten Special-Truppen. Da hat er schon 4 von den Mesedi. Und einmal die geilen, zweimal die geilen Wagen. Und dann hat er auch noch die goldenen Speerträger. Also das ist schon echt eine gute Armee. Boah, als Fernkämpfer nur diese gepanzerten eckischen Bogenschützen wäre natürlich auch geil. So, aber mit der Armee bin ich erstmal auf jeden Fall zufrieden. So, jetzt kann er sogar 3 noch abgeben. Kommen ja eigentlich nur die Speerträger in Frage. Oder aber die Truppen. Ich glaube, ich gebe lieber die ab. Weil das sind jetzt dann schon wieder welche mit Schwert und die mit den Speeren sind ja gerade richtig gut gegen Streitwagen, ne? Ja, auch wenn sie eigentlich zu Kurunta gehören, geben wir diese beiden mal ab. 6-mal Fernkämpfer würde ich gerne so lassen. So, dann gibt es noch eine Speerträgereinheit zurück. Abmarsch! So, dann ist meine Kurunta-Armee erstmal fertig. Großkönig von ganz Khati! Also die gefällt mir echt schon wirklich sehr, sehr gut. Bleibt wachsam. Hier so einen richtig dicken Pulk in der Mitte mit goldenen Einheiten. Hoffnung, wie ein Vögelchen in meiner Hand. Ja, da kommt Freude auf und ich hoffe, es kommt bei euch auch Freude auf, wenn ihr jetzt wisst, dass die Folge zu Ende ist. Wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Bis dahin, bis dann und tschüss.